Und da geht es schon weiter. Hallo und herzlich willkommen, der Larry, wollte ich gerade sagen, der Interviewboy 18, mit dem nächsten Teil Larry 5. In der letzten Folge konnten wir ein erfolgreiches Dinner zu Ende bringen mit einem Happy End und von den Destinationen habe ich eigentlich jetzt alles... Oh, warte mal, das Telefon ist frei. Von den Destinationen habe ich jetzt eigentlich alles abgefrühstückt. Heißt, wir wären eigentlich fertig. Ach so. Den Limo-Service. Gut, dass ich mir das in der letzten Folge dokumentiert habe. Der Limo-Service in New York. Moment, hat die Nummer 552-4668. Wir danken Ihnen. Bla bla bla. Hallo, sagt die Stimme am Telefon. Sie sprechen mit der fabelhaften Checker Limo Company. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Tag. Hallo, hier ist Larry. Larry Leffer, sagst du, bitte senden Sie sofort eine Limo ins Harddisk Café. Ja, Sir, sie wird verdammt bald da sein. Okay. Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein, denn etwas Schau muss sein. Und heißt es Bühne frei, dann sitzt sie mit dabei. Die Schau muss weitergehen, auf Wiedersehen. Larry, sagst du jetzt auch schon wieder direkt, wohin du willst? Nämlich zum Flughafen? Wahnsinn, denkst du, es spielt keine Rolle. Ah, tatsächlich. Flughafen, sagt Bobby. Das ist ein großartiger Ort, wenn man das Fliegen liebt. Genau. Oh, ich liebe Bobby. ja. Nee. Ja. Nee, ja, je. Wat nu? Was macht denn der Fisch da? Was? Unterdessen unternimmt eine konservative politische Interessensgruppe etwas mehr als nur Einflussmaßnahmen. Dein ausgewählter Beamter. Und sie wissen, bla bla bla, an traditionellen amerikanischen Werten interessiert, bla bla bla, verspricht meine Kampagne, bla bla, gut und tugendhaft, bla bla bla. Und außerdem bla bla bla, wenn ich wiedergewählt werde, dann bla bla bla, pornografische, eklatante zur Schaustellung, bla bla bla, Jugendliche und andere Minderwertigkeiten, bla bla bla. Zusammengefasst gesagt, bla 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 bla. Ja, okay, Senator. Wir werden verstehen. Nun zum Geschäft. Es kommt noch viel mehr davon, solange wir Fortschritte in Richtung Fernsehausstrahlungsgesetz sehen. Wir wollen den Schmutz uns aus dem Äther raushaben. Und wir sind bereit, uns für unsere Vorstellung vom traditionellen amerikanischen Verhalten einzusetzen. Also, nehmen Sie an oder lassen Sie es bleiben. Gebt mir den Koffer, Jungs. Ich muss Gesetzesvorschläge schreiben, grinst er. Unterdessen in deiner Limousine. Ah, was für Geschäfte da schon wieder hinter unserem Rücken passieren. Sir, wir sind am Flughafen. Ich schmeiße Sie jetzt raus. La Guardia? Stand das auch, wo wir angekommen sind? Oder stand da New York? Hä? Schick, schick und nochmal schick. Oh mein Gott, jetzt bin ich ja mal gespannt, was für Destinationen wir jetzt hier haben. Los Angeles. Ah, wieder zurück. Oh, im Moment. Wo ist das Bild mit den ganzen Codes? La 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 leere, la 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 leere. Da ist es. So, wir haben Los Angeles 11.10 Uhr. Da. Oh Gott, hoffentlich kann ich das lesen. Wir, Los Angeles, 11.10 Uhr. Wir haben einmal... Oh Gott, ist das jetzt abgebrochen, oder? Das? 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 Das und das. Bitte gib den... Ja, sehr schön. Merci beaucoup. Und hier gibt es... Okay, nimm die Tür da. Guten Tag. Ah, die Catchweiber sind wieder da.
Dann gehen wir mal wieder aufladen. Man kann ja nie wissen, was noch kommt. Einmal das. Na, nimmst du die Steckdose? Achso, Moment. So. So, schön eingesteckert. Jawohl. Und dann das. Du beugst dich. Ja. So, dann keken wir mal. Sieben. Oh, das dauert jetzt wieder ewig. So, dann philosophieren wir mal. Wir haben jetzt mit Larry alle drei Aufträge absolviert. Atlantic City, Miami Beach und New York. Und mit Patty waren wir jetzt auch. Lasst mich überlegen. Eins, zwei. Bei zwei Ansätzen. Haben wir nun alles erledigt? Weil die beiden müssten ja auch irgendwie wieder zusammenkommen. Also würde ich jetzt mal so behaupten, denken, wünschen, hoffen. Können wir da nochmal was? Hoppla. Uns was nehmen? Du hast den Quarter, den du brauchst bereits. Lass das Kleingeld doch den armen Kindern. Du großer Junge. Okay. Da wäre also wieder Wechselgeld drin gewesen. Die Kamera. Oh, so nervtötend, wie sie ist. So süß ist sie aber auch irgendwie. So, jetzt der Running Gag muss sein. Ja. So, dann... Wo ist denn da? Dann beschleunigen wir das Ganze mal. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Um, dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Um, dumm, 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 die dumm, dumm. Boarding now. Hallo. Ja. Nein. Larry. Oh. Wo ist Larry jetzt hin? Oh nein, ich glaube, ich habe das Spiel geschrottet. Nee, doch nicht. Oh Gott sei Dank. Mach die Tür wieder auf. Man kann Larry hier auch mit Tastatur spielen, aber wenn man dann einmal die Richtung vorgibt, dann rennt er die ganze Zeit so lange, bis er ja, irgendwo vorläuft. Und ja, wenn das dann aus dem Bild ist, dann läuft er dann halt aus dem Bild. So, zurück in die Heimat. Los Angeles. Und jetzt wieder die Flügel. Achtung. Nachdem du deinen Besuch an der Ostküste beendet hast, fliegt dein Flugzeug wieder zurück nach Los Angeles. Warum haben wir denn ein lila... Okay. Ah. Schade. Ach, ich denke mal, ich könnte ja irgendwas machen, aber nö. Ah ja. Du hast das Reisen per Flugzeug seit Leisure Suit Larry 2, Looking for Love in Several Wrong Places, ein anderes feines Love-Spiel. Ja. Ach, wir träumen wieder. Natürlich. Eigentlich muss man nur warten. Oh. Leisure Suit Boogie. Das ist nicht schwer zu erkennen, Patty. Die Probleme zweier kleiner Menschen häufen sich nicht zu einem Butterberg in dieser verrückten Welt. Larry, in all den Szenen, in all den Spielen, in aller Welt musstest du in meine reinlaufen. Denk daran, Larry. Wir werden immer Nontonüt haben. Schau mir in die Augen, Kleines. Oh Gott, der Abschied. Was? Das ist nicht Larry. Ach so, Desmond. Nun, Patty, es freut mich, dass Sie sicher zurückgekehrt sind. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass Sie nichts zu befürchten brauchen. Sie haben recht, Inspektor Desmond. Aber ich saß eine Weile wirklich fest.
Sie machten ihre Sache ausgezeichnet. Nun lassen Sie uns aussehen, was Sie während Ihrer Untersuchungen herausgefunden haben. Lassen Sie uns mit Baltimore und das River Records beginnen. Was geschah? Das war leicht. Ich schlich mich am Wächter des Shill-Gebäudes vorbei, indem ich Reserve Beers Büro einfach in dem Gebäudeverzeichnis nachschlug. Gute Arbeit, Petty. Aber was geschah, nachdem Sie im oberen Stock angekommen waren? Haben Sie etwas über das River oder Beers rausgefunden? Ich konnte in des Rivers vorderem Büro nichts Wichtiges finden. Gute Arbeit, Petty. Haben Sie die Aufnahme gemacht, die ich für Sie arrangiert habe? Ehrlich gesagt ging die Studioaufnahme ziemlich gut, Boss. Nach zwei Versuchen begann ich wirklich zu kochen. Mein Gott, Boss! Ich habe eine alte Technik angewandt, mit der ich ziemlich Erfahrung habe. Hier ist die Kassette, die ich, ihm ausgeredet habe. Sie können wirklich mit Männern umgehen, Petty, lacht er. Unsere Agenten hätten die Beweise nie auf ihre Art erhalten. Also haben Sie bei Keyrap Radio etwas entdeckt? Nun, ich schlich mich in John Crappers Büro, während die Empfangsdame von ihrer Pause zurückkam. Gute Spürarbeit, Petty. Ich habe John Crappers Pult durchsucht und einen Ordner voll von Material, das für mich wie belastende Beweise aussah, entdeckt. Ich nahm an, dass er den Ordner vermisse, wenn ich ihn mitnehme, also habe ich mit seinem Kopierer Abzüge davon gemacht. Hier sind sie. Unglaublich, Petty. Sehr gute Arbeit. Und daneben habe ich eine Unterhaltung mit Too Live to Screwbit gehört, während sie dachten, sie seien unter sich. Sie wussten nicht, dass sie sich in einem Raum mit eingeschaltetem Mikrofon befanden. Trotzdem ich beinahe von PC Hammer geschnappt wurde, konnte ich Too Live to Screw auf einem Spieltonband aufnehmen. Großartig, Petty. Sie haben gezeigt, dass Sie die richtige Frau für diese Aufgabe waren. Petty, Sie haben eine wundervolle Arbeit geleistet. Ich bin so stolz auf Sie. Als Belohnung für Ihren Erfolg habe ich alle Vorkehrungen für Ihren Auftritt im Weißen Haus. Plötzlich? Was? Hey, das ist kein Traum. Dein Flugzeug gerät offensichtlich außer Kontrolle. Während dein Flug vom Himmel fällt, läuft vor deinen Augen noch einmal dein Leben ab. Einen Moment denkst du an die Rothaarige, mit der du während der Highschool ausgegangen bist. Du fragst dich, ob es vielleicht einen Grund gegeben hat, als sie dich in ihr Haus eingeladen hatte, während ihre Eltern verreist waren. Aber dann beurteilst du deine Leistung seit deiner Anstellung bei Porn Product Corp. War da bei der guten alten Porn Product Corp nicht ein Pokal? Ich wünschte, ich hätte mich ein bisschen besser umgeschaut. Oh Gott, dieses Geräusch. Ich hätte mein Mud Wrestling mit Lana Luscious aufnehmen können. Hab ich doch. War da etwa im Zahnarzt-Warteraum, das ich übersehen habe? Was? Habe ich hier das Personalformular des Zahnarztes ausgefüllt? Hätte es einen Weg gegeben, wie ich von Chichi Lambada mehr gesehen hätte? Im Ganzen gesehen, Herr, hätte ich das Angebot der Rothaarigen doch annehmen sollen. Aus dem Lautsprecher tönt eine Stimme voller Panik. Alle Passagiere, die Flugerfahrung aufweisen werden, gebeten, sich umgehend im Cockpit zu melden. Was? Denkst du, ich habe ja einmal Flugsimulator-Programm von Tür zu Tür verkauft. Vielleicht könnte ich helfen? Was? Oh, Stewardess, rufst du. Was ist los? Sie antwortet, oh, keine Angst, der Vertrag des Piloten ist nur soeben abgelaufen und er weigert sich, da er von Gewerkschaftsmitglied ist, ohne Vertrag weiterzufliegen. Oh, Sir, können Sie uns helfen? Nun, ich versuche mein Bestes, rufst du zurück. Habe ich schon erwähnt, dass ich Flugsimulatorprogramme von Tür zu Tür verkauft habe? Oh, das ist wundervoll, Sir. Schnell folgen Sie mir nach vorne ins Cockpit. Oh Gott, was muss ich jetzt machen? Mich ausziehen? Hey, du, das magst du was gar nicht. Oh, Larry, du hast dich wieder einmal in einen richtigen Schlamassel reingeraten. Was immer hat dich dazu gebracht, ein Passagierflugzeug zu landen? Das ist doch ganz etwas anderes als deine vom Jahre zu rückliegenden erfolglosen Versuche, ein Flugsimulatorprogramm einer großen Computerspielfirma zu verkaufen. Du kratzt an deinem Ohr, anstatt das Flugzeug zu landen. Du stellst den Funk an.
Er ist auf eine angenehme Softrock-Meer-Musikstation eingestellt. Die Flügelenteiser beginnen zu arbeiten und entfernen sofort alles Eis, das sich auf den heißen Sommersonnen verbrannten Flugoberflächen gebildet haben. Gute Idee, schalte auf die Ersatzbrennstofftanks um. Du wechselst auf die Hauptbrennstofftanks zurück. Du drückst den Knopf, der die Stewardess anweist, dir einen frischen Cocktail zu bringen. Du schaltest und drückst alles auf dem Steuerpult und berührst brillanterweise und total zufällig einen Knopf mit der Aufschrift Autopilot. Der Flugzeugcomputer übernimmt die Kontrolle, stoppt die Drehung des Flugzeuges, führt es wieder in eine horizontale Lage zurück und verhindert so ein Desaster. Innerhalb von einer Sekunde. Du hast es geschafft, Larry! Du kannst wieder normal gucken. Aber da ist noch ein kleines Problem. Jetzt musst du das Ding zum Landen bringen. Das ist die Piste, Larry. Halte dich bereit. Bring sie langsam herein. Du kommst zu schnell rein. Oh Gott. Jau, schreist du. Puh, das war knapp. Du hast gerade noch rechtzeitig hochgezogen. Oh nein, schreist du. Larry, du musst ihn länger oben halten. Du machst eine 180-Grad-Wende und versuchst es noch einmal. Beim nächsten Mal kannst du es ja mit beiden Händen am Knüppel versuchen. Humor hatten sie damals. Diesmal, denkst du, diesmal muss es. Ich schaffe. Ach, herrlich. Du hast es geschafft, Larry. Du hast ein ganzes Flugzeug voller unschuldiger Passagiere gerettet. Sicher wirst du den Respekt, den du verdienst, bekommen. Aber wie dumm doch diese Flughafenarchitekten waren. Sie haben eine 30 Meter lange und 3 Kilometer breite Piste gebaut. Hip, hip, hurra! Was ist das? Die teppichverkleidete VIP-Lounge ist mit Leuten gefüllt, die alle den neuesten Helden ihres Landes feiern wollen. Larry, Larry Leffer. Es ist Larry! Es ist Larry Leffer! Das Kind hier vorne. Hussa! Hussa! Hip, hip! Hurra! Sagen Sie uns, Mr. Leffer, fragt ein Reporter, wie fühlt man sich, wenn man das Leben von Hunderten von Menschen gerettet hat? Ein anderer Reporter drängt sich dazwischen. Wo haben Sie das Fliegen von Passagierflugzeugen gelernt? Was ist das Geheimnis Ihrer erstaunlichen Rettungstechnik? Fragt ein Dritter. Und werden Sie extra Frequent Flyer Punkte gewinnen? Was? Frequent Flyer Punkte? Was ist denn das? Bevor du die Fragen beantworten kannst, hörst du ein Telefon klingeln. Was? Mr. Leffer, hier ist ein Telefongespräch für Sie. Für mich? Wunderst du dich? Niemand weiß, dass ich hier bin. Hier, nehmen Sie das Telefon, sagt der Reporter. Es ist der Präsident der Vereinigten Staaten. Was? Hallo? Hallo, ja, spricht da, fragt die Stimme am Telefon. Mein Name ist Larry. Larry Leffer, antwortest du. Na, Mr. Leffer, hier spricht der Präsident der Vereinigten Staaten. Ich telefoniere Ihnen, um Ihnen die Anerkennung dieser großen Nationen auszudrücken, Larry Lassner, für Ihre heroische Tat, die Sie soeben vollbracht haben. Und natürlich, und die Gelegenheit zu benutzen, um meine Beliebtheitskurve einige Punkte nach oben zu verschieben. Sie wissen, es schadet nie, wenn man auf CNN weltweit unter solchen Umständen gesehen wird. Jedenfalls, was ich Ihnen sagen wollte, sagt er beim Zurückfinden seines Gesprächsthemas. Sie wissen es wahrscheinlich nicht, aber die Mutti des Vizepräsidenten war an Bord des Flugzeuges, das Sie gerade gerettet haben. Es sieht ein bisschen aus wie Trump, wie Biden, Entschuldigung. Nebenbei gesagt, er gewinnt immer noch mehr und mehr Unterstützung für den großartigen Menschen Amerikas. Ja, er gewinnt jeden Monat Schritt für Schritt, wird besser und besser. Jedenfalls, er ist so großzügig, dass er möchte, dass ich ein großes Dinner im Weißen Haus zu ihren Ehren gebe. Er hätte selbst angerufen, aber es ist ein Ferngespräch. Also, Lefter, könnten Sie, sagen wir nächsten Dienstag, für eines dieser typischen großer Held dieser Woche Dinners im Weißen Haus vorbeikommen?
Du bist erstaunt. Aber natürlich, Sir, antwortest du. Ich werde da sein. Muss ich jemanden mitbringen? Wunderst du dich?